Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Maria Rodica Menzel. Ich bin hier im Museum als Museumsführerin tätig, auch bei der Theaterführungen. Und ich möchte euch eins meiner Lieblingsobjekte vorstellen. Warum? Weil ein ganz flotter, lustiger Spruch drunter steht. Das ist die Tafel der Müller und Bäcker Zunft von 1796. Die Leute haben immer Hunger gehabt. Und Brot war sehr wichtig. Und diese Tafel stand bestimmt in der Zunftstube. Und dieses Objekt besteht aus drei Teilen. Obendrauf, wie bekrönt, ist eine Brezel, die beinhaltet ein Mühlrad, weil die Bäcker und die Müller zusammen zu einer Zunft dazugehörten. Und in der Mitte sehen wir, oh, das ist ganz schön, eine Backstube mit einem Backofen und mit Brotschiebern an der Wand. Da sehen wir eine fesche junge Dame, die kommt mit einem kühlenden Trunk zu dem gestressten Bäcker. Der muss ja sowieso früh aufstehen. Und sie hat eine schöne zeitgenössische Tracht der damaligen Zeit. Und sie sagt einfach zu dem Bäcker, ihr werdet vom Backen durstig sein. Dann bringe euch ein Glas mit Wein. Der Bäcker ist gut gelaunt, spendabel, der sagt, ich danke Jungfer, nehmt dafür die Brezge als Geschenk von mir. Ist das nicht nett? Auf der linken Seite sieht man die Namen von verschiedenen Meistern mit ihren Titeln von der Müller- und von der Bäckerzunft. Selbstverständlich Titel Obmann, Rechnungsmeister, Beisitzer, Vorsitzender. Und auf der rechten Seite sind praktisch die Namen von der Meister von der damaligen Zeit. Kurz über die Bäcker. Bäcker sein war lukrativ. Alle Bäcker waren wohlhabend, obwohl die Betriebe klein waren. Die bestanden aus einem Meister mit einem Gesellen. Der Lehrling musste viel bezahlen, um überhaupt bei dem Bäcker den Beruf zu erlernen. Und nach 3 Jahren durfte er praktisch Geselle werden und er hat eine Brezel und einen Zopf hergestellt. Na, er folgten 3 Wanderjahre, na, er konnte er zurückkommen und vielleicht in so einer Zunftstube mit dieser Zunfttafel konnte er als Meister deklariert werden. Und normalerweise, die Bäcker, muss man wissen, die hatten als Symbol, habe ich gesagt, die Brezel. Und warum waren sie so wohlhabend? Sie haben sogar einen Spruch in Kempten, Konkurrenz war groß, weil die Leute immer Hunger hatten. Nicht nur am Markttag kamen die Bauern vom Oberland. Frisches Brot von Kempten war sehr heiß begehrt. Und vor allem im Oberland, in der Gegend von Kleinwalsertal, Soldhofen und Oberstdorf, da konnte man keine Getreide anbauen. Und so gab es den Beruf von den Brottragen. Das war ein Lieferservice damals mit frischem Brot aus Kempten. Und die Bäcker sagten, wir ernähren uns nicht von der Stadt Kempten, sondern vom Allgäu, weil die Leute aus dem Umland ihre frische Ware mit Begeisterung also gekauft haben. Also mein Objekt, was ich, eines der vielen Objekte, die ich so gerne habe. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch dazu melden. Vielleicht habt ihr noch andere Fragen ergänzend zu dem Beruf der Bäcker. Und ich freue mich über Ihre Kommentare. Und vielleicht treffen wir uns bei einer Führung hier im Kempten-Museum. Ich möchte euch motivieren. Tschüss.